Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem CyberLink Power Director in der Version 15. Heute geht es mir nicht um den Power Director, sondern heute geht es mir um den Color Director. Und wenn man die Ultra-Version sich zugelegt hat, dann ist dieses Programm kostenlos dabei. Ich arbeite hier noch in der Version 5. Es gibt mittlerweile eine neuere Version. Aber für die Grundlagen ist das hier optimal, um sich einfach mal in das Thema Farbkorrektur oder wie es so schön heißt, Color Grading, einfach mal ein bisschen einzuarbeiten und ein erstes Gefühl zu bekommen. In dieser Folge will ich euch den grundsätzlichen Aufbau dieses Programmes kurz vorstellen. Bevor es aber losgeht, möchte ich euch erstmal kurz erklären, was Color Grading ist und habe mich einfach im Internet dieser Webseite bedient, weil die das sehr schön beschreiben und in wenigen Sätzen ist alles gesagt. Color Grading ist per Definition ein Prozess in der Postproduktion eines Videos oder Filmes, bei dem die Farben des Filmmaterials angepasst werden, um dem Film einen bestimmten Look zu geben. Zumeist findet dieser Arbeitsschritt kurz vor Fertigstellung des Films im Anschluss an die Color Correction, Farbkorrektur, statt. Ja, das klingt alles recht einfach und easy, aber letztendlich muss man ein bisschen Farbverständnis mitbringen. Die Farbenlehre, das kleine ABC der Farben, auch hier habe ich mich einfach einer Internetseite bedient, die das perfekt beschreibt und das ist letztendlich alles schon aus der Malerei kommt das und hat alles seine Richtigkeit. Und hier schauen wir uns mal die populärsten Farben an. Für was steht denn zum Beispiel Rot? Energie, Liebe, Feuer, Kraft und Sinnlichkeit. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass Rot eine wirklich Signalfarbe ist, wie zum Beispiel eine rote Ampel. Gelb hat eine belebende Wirkung, ist anregend, heiter und wird da häufig mit Licht und Helligkeit assoziiert. Sie ist die hellste und kommunikativste Farbe von allen. Gelbtöne werden zum Beispiel bei Filmen verwendet, wenn es um Sonne, Hitze, wenn da so ein gewisser Look entstehen soll, ja. Wie zum Beispiel ein mexikanischer Film, der hat immer irgendwie einen leichten Gelbstich, so nenne ich es einfach mal. Grün strahlt Natürlichkeit und Jugend aus. Grün wird aber auch verwendet, zum Beispiel bei Herr der Ringe. Auenlandschaften, Wälder. Wenn da so eine gewisse Stimmung rüberkommen soll, wie zum Beispiel Island, Irland, das sind zum Beispiel Naturaufnahmen, die man immer mit einem leichten Grün in Verbindung bringt. Blau ist in der Regel Ruhe, Konzentration, Vertrauen, Kompetenz, Beständigkeit, aber auch ist es ein Element des Wassers und somit Tiefe, Kälte und Klarheit zugesprochen. Weiß steht für Frieden. Klar, wir kennen alle die weiße Fahne, wenn man sie schwenkt. Reinheit, Unschuld, ja, das weiße Hochzeitskleid zum Beispiel. Das sind, sage ich mal, so die Basics, um zu verstehen, was Farben eigentlich bewirken können. Und so geht es in der Fotografie, Malerei und natürlich auch beim Videoschnitt. Kommen wir aber zurück zu dem eigentlichen Programm, dem Color Director in der Version 5, die mir hier vorliegt. Und hier geht es um die Oberfläche, die typisch für CyberLink aufgebaut ist. Also sprich, wer sich mit dem Programm etwas auskennt, der fuchst sich auch schnell hier rein. Wenn diese Glocke angezeigt ist, kann man immer sich nach neuen Updates umschauen. Und das ist jetzt reiner Zufall, es ist wirklich ein neues Update da. Dann werde ich das auch erstmal installieren. Also von daher hier der kleine Tipp. Guckt immer auf die Glocke. Vielleicht gibt es ja ein Update, was die Stabilität oder die Programmfunktionalität erweitert. Wir sehen uns gleich nach der Installation wieder. So, das Programm ist gestartet. Ich stelle natürlich jetzt erstmal keine Veränderung fest. Gehen wir mal die einzelnen Fenster durch. Das heißt, hier kann ich Videos in die Bibliothek über diese Schaltflächen importieren. Hier könnte ich einen Ordner importieren oder hier könnte ich aus der Cloud Sachen herunterladen. Wir machen das mit der Schaltfläche. Ich importiere mal drei Clips. In dem darunterliegenden Fenster kriege ich alle Videoinformationen meines Ausgangsmaterials angezeigt. Ist immer ganz hilfreich, um zu wissen, wie viel FPS habe ich aufgenommen, in welcher Auflösung und so weiter und so weiter. Auch in welchem Codec.
Bevor wir aber weitergehen, noch ein kleiner Tipp hier in den Voreinstellungen. Ihr seht ja hier, dass ich das mit 30 FPS aufgenommen habe. Deswegen ist es sinnvoll, auch hier in der Anwendung die Bildrate auf 30 zu stellen. Ich habe hier mehrere Möglichkeiten. Okay, hier rechts sehe ich die Videovorschau. Wenn ich auf Play drücke, sehe ich, was ich gefilmt habe. Alles soweit klar und verständlich. Hier unten sehe ich mein Storyboard. Und nur wenn ein Videoclip im Storyboard ist, kann ich überhaupt beim Color Director arbeiten. Ich zeige es euch aber mal, was passiert. Ich gehe auf Anpassung und sofort kommt der Hinweis, im Storyboard muss ein Videoclip abgelegt sein. Dann ziehen wir das Video einfach mal hier rein, den Clip. Und hier noch ein kleiner Tipp. Hier oben habe ich diese Ansicht. Oder ich kann natürlich auch wechseln und könnte nur in die Vorschau-Option gehen. Sinnvoll ist natürlich diese Ansicht, damit ich hier in meinem Bildschirm alle Informationen sehen kann. So, das ist es eigentlich schon. Und jetzt kann es schon losgehen mit der Anpassung. Ich gehe auf Anpassung und das Programm bietet mir sofort einige Vorgaben an, die hier automatisch in dieser Registerkarte angeklickt sind oder man sieht es hier hervorgehoben, indem es blau ist. Ich kann natürlich auch auf manuell gehen und könnte sofort alles manuell machen. Aber heute möchte ich euch ja nur die Basiseinstellung mal zeigen, wie ihr so euer erstes Color Grading vornehmen könnt. Jetzt hat sich hier in diesem Bildschirm, als ich auf Anpassen gegangen bin, nicht nur hier links das verändert, sondern auch hier rechts hat sich das verändert. Und dann ist es immer ganz sinnvoll, dass ich eine Vorher-Nachher-Vorschau einstelle, damit ich weiß, wie sich das Material durch diese Vorgaben hier verändert. Ich habe natürlich hier auch eine Möglichkeit, das mir anzuschauen. Das geht auch relativ fix, aber je größer es ist, desto einfacher ist es eigentlich. So, dann kann ich wieder hier auf die Vorschau gehen. Oder ich kann das hier machen, dann habe ich es größer. Und jetzt gucke ich mir das einfach mal an. Und jetzt stellt ihr schon fest, das ist alles sehr, ja, wie soll ich jetzt mal sagen? So habe ich nicht aufgenommen, wie es jetzt hier abgespielt wird. Das heißt, der Rechner kommt wirklich an seine Grenzen und es fängt an, ruckelig zu werden. Das ist auch die größte Schwäche des Programms, dass der Rechner die Wiedergabe nicht mehr flüssig abbilden kann. Wir schauen uns das hier noch mal kurz in der Vorschau an. Ja, man sieht, dass der Prozessor hier ausgelastet ist. Das geht hoch. Das ist auch verständlich, dass es natürlich hoch geht. Aber es ist natürlich schwierig, es richtig zu betrachten, wenn es so eine ruckelige Vorschau ist. Das ist leider ein großes Problem. Machen wir aber weiter. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, unheimlich viele Sachen auszuwählen. Das ist natürlich alles Geschmackssache. Und hier ist auch mein Tipp, probiert es einfach aus und schaut, wie euer Videomaterial danach aussehen wird und kriegt ein Gefühl für Farben und was macht es beim Zuschauer. Sagt er, das ist ganz nett, ist aber ein bisschen Spielerei. Und nach ein paar Sekunden sagt er, nee, sorry, das ist nicht meine Welt. Deswegen unterhaltet euch mit euren Freunden, Familienangehörigen, für wen ihr auch immer die Filme schneidet, bevor ihr euch hier sozusagen ein bisschen vergaloppiert und einen kreativen Workflow startet, der aber nichts mehr mit Professionalität zu tun hat. Ihr habt jetzt hier irgendwas ausgewählt und sagt, nee, das ist es alles nicht, ich will wieder mein ursprüngliches Videomaterial haben. Dann klickt ihr hier auf den Pfeil, angewendete Vorgaben zurücksetzen und ihr habt wieder das Original-Video-Farbformat. Ich gehe nochmal in die doppelte Ansicht, um hier einfach aufzuzeigen, was immer so passiert. Übrigens, das sind diese LUTs, die habt ihr vielleicht schon mal gehört, LUT-Dateien, ja, von denen so viele Geheimnisse draus machen und sie sogar zum Verkauf anbieten. Aber letztendlich ist es nichts anderes wie eine Farbkorrektur, die gemacht wurde und das hat man dann als Vorgabe gespeichert. Naja, wenn man das dann alles mal durchgeklickert hat, dann wird man relativ schnell feststellen, das ist ganz nett, aber letztendlich soll mein Film vielleicht gar nicht so aussehen. Also ich sage jetzt mal so, ich
habe die 80er Jahre komplett miterlebt. So sah damals kein Film aus. Ich weiß nicht, welcher Kreativdirektor von Cyberlink sich das Farbschema ausgedacht hat, aber sei es drum. Ihr möchtet jetzt eine Vorgabe anwenden, sagt hier 60er Jahre Amateurfilm, das ist es, das passt, aber ihr seid nicht ganz so glücklich, weil vielleicht hier ein bisschen zu viel Blauton ist. Dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, die Registerkarte manuell anzuklicken und könnt jetzt anfangen, selbst eure Werte individuell anzupassen. Hier gibt es eine ganze Reihe von Werten, die ihr anpassen könnt. Da probiert einfach mal aus, was passiert. Da merkt man am besten, ob das Ergebnis stimmig ist oder nicht. Ihr seht hier schon mal, dass die Regler, die sonst immer in der Mitte stehen, wenn keine Vorgabe ausgewählt sind, hier schon einige Anpassungen haben. Im Sinne von, das ist scheinbar die Vorgabe bei den 60er Jahren Amateurfilmen. Wenn man jetzt sagt zum Beispiel, ich möchte den Kontrast auf 0 stellen, dann kann ich das entweder so machen. Oder ich sage gleich hier, bitte alles wieder auf Originalwerte zurücksetzen, kriege ich diesen Dialog angezeigt, den kann ich hier wegklicken und dann steht wieder alles auf Original. Und das ist für jeden Effekt, wie zum Beispiel HDR, gibt es dieses hier. So, und jetzt kann ich natürlich alles runtergucken und kann schauen, ob es wieder auf Null ist, aber ich sehe das ja hier schon, dass letztendlich das wieder so aussieht wie vorher. Gehen wir wieder schnell zurück, machen wir 60er Jahre Amateurfilm und ich sage, ich möchte hier den Tonwert ein bisschen hochziehen, dass es ein bisschen heller erscheint, weil mir das einfach gefällt. Und jetzt sage ich, diese Änderung möchte ich aber dauerhaft speichern, weil das ist genau mein Look, wie ich mir auch die nächsten Filme vorstelle. Und wenn ich mehr als einen Wert anpasse, dann kann ich mir das natürlich nicht merken. Das Programm hat aber die Möglichkeit gegeben, unter Erstellen diesen eigenen Look zu speichern. Und dann gebe ich hier einfach einen eigenen Namen ein und ich schreibe mal First Look als Dateiname rein, wird hier gespeichert, gehe auf Speichern und sehe jetzt unter dieser Registerkarte Vorgaben und meine erstellten Vorgaben First Look. Ich zeige euch, wie das jetzt funktioniert, damit ihr das auswählen könnt. Wir entfernen erstmal wieder diesen Clip. Alle Änderungen gehen natürlich verloren. Wir sind wieder im Bibliotheksmenü und ich ziehe mir jetzt hier diese Datei wieder ins Storyboard rein. Ich kann aber auch hier einfach auf das Plus klicken, dann wird das automatisch hier ins Storyboard gemacht und ich sage, diese Datei möchte ich auch noch auswählen. Habe ich also zwei in der Storyboard-Ansicht, gehe auf Anpassung. Je nachdem, welche ich ausgewählt habe. Das ist immer ganz wichtig. Der blaue Rahmen zeigt an, dass sie ausgewählt ist. Gehe ich hier runter unter der Registerkarte Vorgaben, ganz unten meine erstellten Vorgaben, First Look und zack, ist es angewendet. Auch hier First Look. Ob das jetzt schön ist oder nicht, das muss jeder selbst entscheiden. Ich bin also fertig mit meinen Farbanpassungen, diesem Color Grading und möchte das jetzt natürlich als Film produzieren. Gehe auf die Karte Produktion. Hier habe ich das bekannte Menü. Das kenne ich schon aus meinem Schnittprogramm. Allerdings ist der Ausgabeordner hier oben wird er angezeigt. Also hier sprich in der Mitte sieht es ein bisschen anders aus. Das heißt, hier kann ich mir einen Ausgabeordner dann auswählen, wo ich die fertige Produktion dann speichere. Wir lassen es mal bei Produzieren. Der Dateityp ist momentan noch dieser Wert hier. Das kann ich hier aber mit ändern. Ich will eine MP4 daraus machen. Ja, lassen das mal bei. Ne, bei PAL lassen wir es nicht, weil wir haben es auch nicht in PAL aufgenommen. Dann gehen wir auf. Wichtig ist nur, dass es NTSC-Format ist. Ob das Nicaragua ist oder ein anderes Land, ist vollkommen egal. Hier sehe ich dann noch, wie die Ausgabe ist. Wir hatten 30p, also wähle ich das auch aus. Und dann gehe ich auf Starten und dann wird das produziert. Produzieren.mp4-Datei, wie ich es gemacht habe. Diese zwei Clips, sie sind 21 Sekunden und 6 Sekunden, also sage ich mal roundabout 30 Sekunden Film.
Und jetzt wird das entsprechend zu einem Film gerendert und wir können uns das dann gleich in der Vorschau mal anschauen. Ihr seht schon hier beim Rendern, dass es doch einige Systemressourcen in Anspruch nimmt, diese Farbkorrektur. Und auch jetzt schon verhältnismäßig lange es dauert, bis diese 30 Sekunden dann tatsächlich fertig gerendert sind. Das ist so ein bisschen der Nachteil, wenn ihr mit dem Color Director arbeitet. Das Rendern verlängert sich extrem lange und ein 10-Minuten-Film wird dann ungefähr eine Renderzeit von über 2,5 Stunden haben. Im nächsten Video werde ich euch meinen Workflow zeigen, wie ich die Farbkorrekturen vornehme, das heißt, in welchem Arbeitsschritt ich wann mit dem Color Director wie arbeite. So, die Filmproduktion ist abgeschlossen. Ich gehe in den Ausgabeordner. Da ist der Film auch schon und kann ganz normal abgespielt werden. Und so habt ihr eure erste Farbkorrektur, sprich euer Color Grading gemacht. Jetzt gucken wir uns auch gleich nochmal den zweiten Schnipsel an. Wie der aussieht, das ist natürlich alles viel zu grell und ist natürlich Spielerei. Und das kann man natürlich keinem ernsthaft als eine gelungene Videoproduktion anbieten. Aber es ging mir ja auch darum, euch die Basisfunktion in diesem Programm zu zeigen. Ich bedanke mich für das freundliche Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.